von Let's Play. Ich begrüße euch zu einem neuen OMSI 2 Projekt hier auf der Karte Gladbeck mit neuem Bus und neuer Karte. War ich hier gerade zum Terminus Oberhof. Wir sind heute auf der Linie 188 in Richtung Movie Park Germany unterwegs. Ach du Scheiße, da wollen Menschenmassen her. Ach du Scheiße. Wir wollen hier alle mit uns mitfahren. Das sollte so passen. Ja, wir fahren mit einem... Also kurz nochmal zur Karte und zur Linie ein bisschen was. Wir fahren im Überland zum Movie Park Germany. Der ist ein bisschen außerhalb. Und jetzt fahren wir noch aber ein bisschen Stadtgebiet. Zum Bus, das ist ein Mercedes-Benz Citaro C2 aus dem Buspaket Mercedes-Benz C2. Das heißt nun mal so, da gibt es auch über 30 Busse. Gladbeck selbst, die Karte, hat auch über 35 Buslinien und ist die größte Freeware und Payware-Karte in OMSI 2. Und echt geil, also mir gefällt sie echt gut. Ich bin schon ein paar Linien gefahren. Es ist jetzt nicht so detailliert wie Wien, dass man wirklich jedes Haus erkennt, aber... Es ist zumindest schon mal einfach, dass du so viele Linien und Kurse hast, so viel KI, die was auch richtig funktioniert. Es ist einfach nur geil, da zu spielen kann ich euch echt nur empfehlen. Und deshalb schauen wir halt da durch. Ich hoffe, euch gefällt die Karte, weil sie ist auch schon sehr, sehr alt. Weil ist gleich nach Wien rausgekommen, das merkt man auch noch. Und ja, aber das ist jetzt eher das kleinste Problem. Wir haben jetzt schon mal wieder 1,5 Minuten Verspätung, weil nur die eine Tür zum Einsteigen verwendet wird. Das ist immer sehr schön. Aber ja, 25 Minuten dauert circa die Fahrt. Und ja, wenn ihr Lust auf mehr habt, lasst ein Like da und ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen. Und jetzt sollten wir es dann langsam sein, erstmal abfahren können. Ja, fühlt sich da echt schon wieder sehr, sehr gut. Das stehen noch immer so viele. Wahnsinn. Der Bus, also die Linie hat nur zwei Kurse. Einmal von Oberhof hier weg zum Moviepark und einmal sogar vom Fußballstadion Gladbeck oder so. Oder Oberhof, weiß jetzt nicht, welche Mannschaft das genau ist. Und die, dann auch nochmal zum Moviepark Germany. Lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr da noch sehen wollt. Auf Gladbeck gibt es wirklich alles. Also von jeder Größe der Stadt bis hin zu nur Überland, bis hin zu nur Stadt, sogar zur Straßenbahn. Das möchte ich euch auch zumindest einmal noch zeigen. Ich kann sogar mit der Wiener Straßenbahn, mit der ersten Niederflur, kann ich einfach auf Gladbeck Straßenbahn fahren. Ich bin aber auch heute mit Lenkrad unterwegs, das heißt die Lenkbewegungen sind smoother und ich hoffe, dass ich besser fahren kann, also ich weiß, dass ich besser fahren kann. Ich hoffe natürlich auch, dass es besser wird. Sind sogar englische Ansagen fetzig. So, das ist da immer ein bisschen tricky, die Kurve, vor allem weil das Gelenk hinten so ausschert, aber das haben wir gut hinbekommen. Jetzt können wir das auch wieder über den Spiegel machen und dann fahren wir wohin. Ich habe jetzt die Ansage nicht gehört. Fahren wir direkt? Ne, ich glaube, wir haben schon Station dazwischen. Müssen wir kurz drinnen im Bordsystem schon, weil die Rufdatei funktioniert irgendwie manchmal nicht bei den Bussen da mit den Stationen. Also ihr seht es, ich habe die Uhrzeiten drin von den Stationen, aber nichts. So, nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir auch wieder da. Wir sind gerade falsch abgebogen, also wir hätten links können, nicht rechts. Ich habe da ein Schild nicht gelesen, was auch nicht bei der Kreuzung stand. Das stand schon davor, dass man da abbiegen muss. Das habe ich einfach nicht gesehen. Deshalb habe ich den Bus nochmal neu gespawnt, alles zurückgesetzt. Aber jetzt soll es passen. Und jetzt sehen wir hier auch alle Linien Richtung Goetheplatz. Das ist unsere nächste Station. Deshalb müssen wir da links. Wundert euch bitte nicht, warum es gerade so verdammt lag. Das hängt an den vielen KI-Menschen, die vorher oder jetzt noch immer in Oberhof sind. Weiß nicht, ob man das da noch sieht, aber da waren einige. Da sind wir. Ja, da ist alles voll an Bussen und Menschen und das verträgt sich einfach nicht mit OMSI. Oh, wir müssen da jetzt links. So, Ansagen sollten auch funktionieren. Fahrgäste haben wir auch drin. Und dann Lüpterlack. Also es laggt hier gerade so hart. Ich habe schon mehrmals reloaded die Kachel, aber die wollen nicht weg. Das heißt, wir müssen aus der Kachel raus und das dauert halt ein bisschen. So, Goetheplatz. So, da haben wir jetzt mal raus. Das wird eng. Ups. Also wirklich, wer... Junge, Junge, Junge.
Goethe Platz, wir müssen... Ja, oh, da rennen schon die Massen zu. So, da hoffen wir, dass jetzt langsam die Performance wieder ein bisschen besser wird. Und jetzt funktioniert auch das Ibis, also da... Es war ganz cringe. Mit 3 Minuten 30 Verspätung mit dem Abfahr, also mit dem Einsteigen der Fahrgäste, also wir werden ganz schön verspätet dort ankommen, das wird schön. Junge, Junge, das mit dem Ticketing und nur der einen Tür ist verdammt Ding. So. Also wie eng es hier ist, unfassbar. Dann noch, nicht einmal Frames. So, wo müssen wir jetzt hin? Das hilft uns. Ah, perfekt. Ups. Hölderlinstraße. Was ist das für eine Straße? Goethe-Tunnelstraße. Ist, glaube ich, nicht. Berliner am Park? Nee. SB. Sollte eigentlich hier rechts sein. Unfall? Jetzt haben wir's. Kein Unfallbord. Dann läuft's. Und da sollte jetzt die Haltestelle sein. Hölderlinstraße. Das passt so. Also wir machen bis jetzt einmal alles richtig. Ach du Scheiße, ich fahre heute so. Ich fahre heute so schlecht. Oh, endlich mal eine sanfte Bremsung. Können wir schon wieder los? Ja. Ah, perfekt, das wollte jemand ausstellen. Das habe ich nicht gesehen. So, jetzt aber. Oh, und jetzt kommt er. Oh, jetzt haben wir schon langsam wieder Frames. So, das ist die Station Talstraße. Das weiß ich, dass wir die haben. Und das stimmt auch so. Jawohl. Das Summen des Motors. So will man das haben. Oh, Abfahrt. 4,5 Minütchen Verspätung, aber das werden wir doch schon aushalten. Ich wundere, dass keine Ansagen hingekommen. Alter, wie schön. Habe ich eh keinen Unfall. Junge, der hat reingeschnitten. Zum Glück bin ich da stehen geblieben. Ah, jetzt haben wir Ansagen. Da waren wir aber schon. Nochmal Talstraße. Na dann. Doch. Jetzt haben wir Ansagen und wir sind korrekt. Richtung Germany. Nordpark, das schaut gut aus. Hop on, hop off. So, dann. Weiter geht's. Wo fahren wir jetzt hin? Zum Westbahnhof und Gladbeck. Na dann, wir fahren keinen Schienenersatzverkehr, wir fahren stinknormal. Ich habe jetzt auch keinen Kommen gesehen, das sollte hinhauen. Da sind wir schon. Sind aber kurze Abstände hier. Genau so ist es. Oh, wie flüssig es jetzt geht. Oh, das ist angenehm. So, alles sind ausgestiegen. Racks und sowas, wie alles hält. Ich würde aber gerne mal wieder weiterfahren, ne? Wo wollen wir das? Können wir? Ist gar nicht. Gut aus. Dann rauf auf die Europabrücke. Kann auch das Rote wieder weggehen, dass wir weniger ein Bild haben. Es hat sich viel verändert zur letzten Folge. Ich bin um 2 DLCs reicher. Norm sie. Das eine ist halt ein kompletter Blödsinn, was ich nicht sein kann. Das funktioniert überhaupt nicht. Und da, das Gladbeck DLC halt. Oh, wir wollen rechts. Und ja. Dann habe ich noch den 4GB-Patch heruntergeladen. Viel Content auch schon für Wien. Da wird es auf jeden Fall eine Folge geben. Wieder von Wien. Das ist jetzt nicht beendet. Und stattdessen kommt jetzt so Gladbeck. Ich habe halt jetzt einfach mal mehr Lust. Mehr Linien auf einer Karte. Oh, da fahren wir noch schnell drüber. Mehr Linien auf einer Karte zu haben, als wie nur in Wien diese eine pro Karte. Und die eine funktioniert besser als die andere. Ist auch lustig. Wenn. Bei Wien 1 mit dem 24er kriege ich einfach Kurzführungen. Da kriege ich aber keine Kurzführungen am 23er. Es ist crazy. Oh, da haben wir nur den einen Fahrgast. Bitte einsteigen und wir fahren weiter zum Moviepark Germany. Ich war schon mal dort. Ist echt schön nachmodelliert worden. Also echt, noch das Stadion war ich auch schon kurz mal dort. Was die da alles nachgemacht haben und eigentlich zu einem Preis, was eine Wien-Karte kostet, finde ich das sehr, sehr fair. Vor allem damals gab es noch so eine Live-Ticket, die finde ich nirgendwo mehr. Da konntest du sogar dich einloggen und dann hast halt so Sonderfälle gehabt. Das steht auch manchmal auf der Karte. Mit Live-Ticket, wenn dieses Ereignis ist, musst du da fahren. Sozusagen, dass eine Haltestelle nicht angefahren werden kann, irgendeine Baustelle irgendwo ist. Das ist zwar dann nicht auf der Karte live, so wie in der Bus, dass die Entwickler das einstellen können, sondern das ist einfach in der App und du simulierst es so. Ah, für das damalige, ja, nicht schlecht. Komm, fahr ein bisschen schneller hier. So, da hinten möchte ich noch jemanden aussteigen. Es sollten es aber dann auch schon wieder sein. Ein bisschen Zeit verlieren wir. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Eine halbe Minute. Wie voll sind wir drin hinten? Ja, sind gut gefüllt, hätte ich. Ah, perfekt, da sind wir irgendwo. Das sind 50er, da wollen wir nicht so schnell fahren. Aber es ist echt schön. Es reicht vollkommen. Du hast einfach eine Karte. Viele, viele Linien.
viele Events auch so bei den Linien, die ja ohne Live-Ticket App auch sind. Von Kurzführungen, du kannst da mal was Zusätzliches fahren, da gibt es einen schönen Ersatzverkehr, dann einen Weihnachtsmarkt hier und da, also man kann hier alles machen. Wäre interessant, wie die Karte eigentlich ausschaut, wenn du Winter spielst, weil dann haben die Bäume keine Blätter und die sind ja hier alle grün. Es könnte sogar sein, weil das eigene Bäume sind, glaube ich sogar, dass sie da gar keine ohne Blätter-Version gemacht haben. Dass die einfach immer grün sind und halt einfach nur Schnee überall liegt. Das könnte sogar sein. Ups, da möchten wir aussteigen. Einmal. So, wir wollen links. Okay, will mich jetzt nicht beschweren. Aber Kurven sind halt schon immer was anderes mit einem Gelenkbus. Da kommt zum Glück kein Auto, können wir super reinschneiden. Komisch, manchmal sind zwei Ansagen, manchmal nur eine. Was ich auch geil finde, ist, du hast wirklich so S-Bahn-Strecken und du kannst mit mehreren Linien auf die nächsten Bahnhöfe kommen. Oder auch mit dem Schienenersatzverkehr. Echt cool gemacht. So, da möchten wir. Was ich ein bisschen schade finde, Stadtrundfahrt funktioniert irgendwie nicht. Also, dass man irgendeinen coolen Bus nimmt, so ein Doppeldecker oder sowas, gibt es ja auch von der Standard-Berlin-Karte, dass man den irgendwie nehmen kann und dann damit so durchfällt. Also, es ist überall angeschrieben, aber ich habe unerlaubte. Was? Wo war ein Unfall? Das darf nicht. Dass man da einfach mit so einem Oldtimer. Okay, da haben wir jetzt eine gesonderte Ansage. Stimmt, weil wir da in einem anderen Bezirk sind, da ist eine andere Verkehrsgesellschaft dafür verantwortlich. Weil das so eine Sonderlinie ist, hat die halt mehrere Verkehrsgesellschaften. Deshalb haben wir da jetzt verschiedene Ansagen. Einmal eine männliche. Ist auch geil, dass das so nachgemacht worden ist. Eisenbusch, da können wir hin. Sind wir wirklich dann aus Gladbeck draußen und sind, wo auch immer, keine Ahnung. Wir fahren irgendwo in den deutschen Wäldern herum. Ich kenne mich da nicht aus. Bin ich early? Bin ich überfragt? Das sind wir da. 188, ja. Ich meine, man merkt halt schon, dass das jetzt keine 1-zu-1 Karten, also 1-zu-1 ist es vom Streckenverlauf her. Aber dass du, es ist halt wirklich nur die Linie von der Buslinie, also der Streckenverlauf, und das war's dann auch schon wieder. Also, man sieht es da, das sind links und rechts riesige Sträucher, dass du nicht durchsiehst. Manchmal sind halt Felder dazwischen, das nicht so auffällt, aber eigentlich ist es das. Aber ganz ehrlich, stört's nicht. Ist halt anders zu Wien, da hast du halt wirklich Felder bis in die dritten Reihen und Straßen auch mehrere. Da hast du halt wirklich nicht nur das eine. Junge, der Shepard. Junge, was haben die da asphaltiert? Wow, das wird jetzt wieder. Hat irgendwie so gewirkt, das wird jetzt hinaufgehen. Oh, da möchte keiner einsteigen, dann können wir da mal ein bisschen aufs Gas drücken. Seht ihr schon, dass wir links abbiegen müssen, oder? Ja. Aber wir sind's gleich. Schon die vorletzte Station. Feldhausen ist immer. Wie gesagt, das ist ein 30er. Das ist halt wirklich, du fährst von eher außerhalb, auch mit Zugstationen und so, fährst du dann nach außen, von der großen Stadt Gladbeck, zu einem großen Event, was außerhalb ist. Möchte ich gerne aussteigen. Alles klar. So, und jetzt? Ich finde den Sound halt so geil, man kann die so gut mit Lenkrad steuern, die Busse. Echt geil. Nur bei Blau. 188 im Multiplayer. In der Movie Park. Das wird das. Da ist er schon angeschrieben, der Movie Park. Oh, Alter, du siehst hier manchmal gar nichts. Dann kommen jetzt zwei Schnelle, nach denen Farmer. Ups, schau, wie wir da rausgeflitzt sind. Ich meine, war ein bisschen unangenehm, weil ich habe voll durchgedrückt, aber ohne Unfall, das ist das Allerwichtigste. Sicher. Wo müssen wir jetzt hinfahren, wenn ich fragen darf? Wir machen geradeaus, oder? Ja, Movie Park Germany ist. Ich bin ehrlich, ich habe den Movie Park Germany schon vergessen. Der war oft damals noch im Fernsehen, aber mittlerweile, was hat der für Movies? Weil eigentlich die von den großen Filmen, ja, also, da sind ja immer meistens riesen Publisher dahinter, wie Disney oder Illumination oder Warner Bros. Und so, die haben ja ihre eigenen Themenparks. Hat gefehlt. Warum sollten die das dann in Deutschland in so einem speziellen Park nochmal machen? Also, vielleicht sind das nur so deutsche klassische Filme. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn einfach nur vom Namen her. Ich weiß es nicht, was es da gibt. Könnt ihr mich ein bisschen aufklären in den Kommentaren. So, der Smart schneidet nicht raus. Das hoffe ich für ihn. Und jetzt
Movie Park Germany. Warte mal, Freund. Ja, es sind halt eher Kräne nachgebaut. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Leute, hey, Haupteingang nur Bus. Aha, nur der Bus darf hier links. Wie kann ein Stau sein, wenn nur der Bus links fahren kann? Ich könnte ja eh alle nur rechts fahren. Woran? Ach so, die Schranken. Das sind eh immer zwei, aber. Ah, jetzt ergibt es ein bisschen mehr Sinn. So. So. Und da sind wir jetzt. Movie Park Germany. Germany is my favorite country. Zu spät, zu spät, zu spät. Unsere Verspätung war 5. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber 5 Minuten sollten sie aushalten mit ihrem Ticket. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und euch wünsche ich das auch, denn das war das Ende unserer heutigen Strecke. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.